Schönen Abend zusammen. Ich würde mal anfangen. Vermutlich sagt keiner vorher meinen Namen oder so. Wir haben jetzt 9 Uhr, ich fange einfach mal an. Ich habe auch ziemlich viel mitgebracht, deswegen renne ich durch die ein oder andere Folie ein bisschen schneller durch. Mir ist tatsächlich kein besserer Titel eingefallen als Medical Device oder Medical Security Nightmares. Sehr stark angelegt an Frank und Rons Beitrag immer auf dem Kongress. Ich habe das einfach mal geklaut und möchte euch so ein bisschen heute Abend zeigen, ein paar Case Studies zeigen, die wir so gemacht haben, die sich mit der Sicherheit von medizinischen Geräten befasst haben. 2 habe ich auch dabei mit ein paar Demos, die ich zeigen werde, und ansonsten zeige ich euch sozusagen so einfach so ein paar Case Studies. Genau, mal kurz die Propaganda so von mir. Wer bin ich? Was mache ich so? Mein Name ist Florian Gruno. Ich bin Security Consultant bei der ENW GmbH und leite ein Team, das Penetration Testing macht. Und nebenher in meiner Freizeit sozusagen und auch teilweise in meiner Arbeitszeit mache ich Research im Bereich Medical Device Security. Das Ganze mache ich schon seit 3-4 Jahren. Und habe auch sozusagen einen Vortrag oder mehrere Vorträge, die ich dazu regelmäßig halte. Und normalerweise versuche ich das immer so zu machen, dass ich da schön einführe und mal so erkläre, wo kommt das alles her, wo sind da die Probleme, wie kann man da sozusagen die Krankenhäuser mitnehmen und die Hersteller und wie holt man die alle ins Boot und wo ist da die Problematik und wie macht man das alles hübsch. Das lasse ich heute mal, weil ich habe mir gedacht, ich hätte mal wieder Lust drauf, einfach mal so ein bisschen zu ranten. Deswegen wird dieser Vortrag weniger mit diesen Bestandteilen zu tun haben, konstruktiv mit der Sache umzugehen und eher einfach euch heute Abend so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu unterhalten. Das Ding ist nämlich, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, die Awareness für Medical Device Security ist relativ hoch mittlerweile, auch wenn man es nicht glaubt. Also zumindest in der Community. Deswegen seid ihr 2-mal das falsche Publikum, um euch zu erklären, wo die Probleme liegen und wie man es schön machen kann. Das ist sozusagen nicht mehr der Fall, dass man jetzt sozusagen unserer Community erklären muss, wo da das Problem ist. Das sollte allen bewusst sein. Genau, und deswegen rante ich einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Also wie sieht es aus? Wie ist der Vortrag strukturiert? Ich erzähle erstmal kurz was über die Motivation. Warum mache ich das? Dann machen wir eine Anamnese, dann die Untersuchung danach. Dann stellen wir eine Diagnose zusammen oder mehrere Diagnosen werden wir stellen. Und hinterher ganz, ganz kurz, wie kann man das Ganze denn behandeln? Und dann haben wir hoffentlich noch Zeit für Fragen. Wenn nicht, könnt ihr mich dann hinterher noch abpassen und Fragen stellen. Hier, yada, 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 der Disclaimer, das so hier legal und so weiter. Genau. Warum mache ich das Ganze? Also erstmal hat mein Arbeitgeber diesen tollen Slogan unter anderem Make the world a safer place. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich mal Medizin studiert habe, ein paar Semester tatsächlich, und danach einen Bachelor gemacht habe in medizinischer Informatik. Und während dieser Zeit, sagen wir mal, das Medizinstudium stark darunter gelitten hat, dass ich während dieser Zeit schon so als Freelancer in IT-Security unterwegs war. Und irgendwann hat sich das eben verbunden und ich könnte mir kein Thema vorstellen, wo man sozusagen IT-Security im Moment sinnvoller anbringen kann als bei medizinischen Geräten tatsächlich, weil der Impact einfach so hoch ist. Machen wir die Anamnese. Also wo kommen wir her? Wo ist sozusagen die Geschichte des Ganzen? Also wir kommen von hier. Das sind Geräte, die irgendwie früher mal im Einsatz waren. Das ist so ein Block Metall, der irgendwie mit viel Strom versorgt wird und wo es dann irgendwie so Nadeln gibt, wie damals auf dem Tacho, die sich dann mechanisch bewegen und so. Und hier im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Oszilloskop und soll aber eigentlich ein EKG und ein EEG sein. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, irgendwann in den 80er Jahren gebaut worden und eingesetzt worden. Wenn man sich da die Schnittstellen anguckt, gibt es da halt nicht viel. Ist klar, da gibt es irgendwie so Sachen, wo man bei eBay gebraucht erstmal Kabel kaufen muss, damit man da irgendwie drankommt an das Gerät. Nichts Besonderes. Keine Schnittstellen, stand halt darum, wurde benutzt, hat Daten produziert, die hat man visuell gesehen, vielleicht konnte man noch einen Drucker anschließen und das war's. Genau wie das Gerät hier, das ist ein EEG. Dieses EEG misst Hirnströme. Und das tut es, oder das tat dieses Gerät, das ist auch 81 gebaut, glaube ich, von Nihon Kohden, war sozusagen der absolute Renner damals bei den Neurologen, das beste Gerät, was es auf dem Markt gab. Und das schreibt tatsächlich halt noch mit Tinte auf Papier. Ne? Also da bewegen sich mechanisch so Kratzedinger, ne? Und die schreiben dann so auf Papier, das dann endlosmäßig hier durchrollt.
Dieses Gerät war bis vor 6 Jahren noch in einem großen Universitätsklinikum im Einsatz. Ja? Und da kommt so ein bisschen das Problem her, denn was passiert, wenn sich ein Krankenhaus diese Geräte kauft, dann nudeln die die erstmal tot, das heißt, die laufen ewig und wir haben jetzt sozusagen gerade den Gap, dass solche Geräte rausgeschmissen werden nach und nach und dann eben Geräte gekauft werden, die irgendwie tolle neue Features haben. Die Geräte hier zum Beispiel sind Narkosegeräte mit Patientenmonitoren. Diesen Patientenmonitor seht ihr übrigens auch hier stehen, der rechte oder der von euch aus gesehen linke. Genau, das ist so eine Standardkonfiguration, wie man sie häufig in Kliniken sieht. Die Geräte sind auch schon relativ alt, also schon über 10 Jahre alt auf jeden Fall teilweise, werden aber nach wie vor natürlich benutzt und haben auch schon alle diese Geräte, wie sie hier stehen, tatsächlich einen Netzwerkanschluss. Gebraucht wird dieser Netzwerkanschluss so gut wie gar nicht, weil die Funktionalität, die da im Moment noch in diesen älteren Geräten drinsteht, ist echt ziemlich rudimentär. Und das ist sozusagen der Stand, an dem wir sind. Das heißt, wir haben Geräte gebaut, die eigentlich nie über das Netzwerk kommuniziert haben. Die haben einfach ihren Job gemacht, die haben Patientendaten gemessen und angezeigt und das war es im Endeffekt. Und dann haben die Hersteller entdeckt, da gibt es doch tolle neue Möglichkeiten, mit denen wir jetzt arbeiten können und wie wir Patientendaten übers Netzwerk von A nach B und alles wird besser und bunt und toll. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Um euch jetzt mal auf der Folie, die habe ich jetzt mal dafür vorgesehen, euch mal so ein paar kurze War Stories zu geben, was mir so an Sprüchen von Krankenhausbetreibern und Herstellern, Medizingeräteherstellern so entgegengesprungen ist, während ich da jetzt die Jahre schon unterwegs bin und teste. Also ich habe mal ein Gespräch mitgelauscht zwischen einem Krankenhausmedizintechniker und dem Servicetechniker für einen Patientenmonitor. Der Patientenmonitor wird in der Narkose eingesetzt, um eben Narkoseparameter oder Vitalparameter zu überwachen. Ist also ein relativ kritisches Instrument auch. Und da waren die so im Gespräch und dann meinte der Klinikmensch, ja, aber diesen einen Bug da, den hässlichen, den habt ihr den gesehen, fixt ihr den? Ach so, ja, der ist auf der Liste, den fixen wir demnächst, denkt man noch so 1, 2 Monate. Dann habe ich gefragt, um was für einen Bug geht's? Also es ist tatsächlich so, dass das Gerät während der Narkose einen Alarm auslöst, unter Umständen, die nicht geklärt sind, dass der Patient quasi eine Flatline hat, also keinen Herzschlag mehr. Dann könnte man davon ausgehen, dass das quasi die Kernkompetenz des Gerätes ist, wenigstens das richtig anzuzeigen. Und es gibt tatsächlich heute Hardware, die da steht und die solche Fehler im Endeffekt hat und solche Fehler produziert. Genau, das Problem an der Sache ist, dass natürlich die Komplexität durch dieses ganze Networking und hier machen wir ein bisschen Anwendungen und da stopfen wir jetzt noch die Features mit rein. Dadurch steigt die Komplexität natürlich enorm und ich brauche euch nicht erklären, steigende Komplexität heißt auf jeden Fall Fehleranfälligkeit und natürlich auch aus der Security-Perspektive. Das Ganze gibt es dann natürlich auch so rum, steigende Komplexität. Ich gehe immer jedes Jahr auf die Medica. Medica ist die größte europäische Medizingerätemesse, die es gibt. Und ich tingle dann da immer so von einem Stand zum anderen, lass mir einfach die Geräte zeigen und die Geräte erklären. Und vor 2 Jahren war es tatsächlich so, dass ein Hersteller ein Narkosegerät gebaut hat, das einen Internet Explorer hatte. Ich habe dann gefragt, ja, wie ist das dann so mit Sicherheit und wenn ne, irgendwie ins Internet geht und Internet Explorer 6 vielleicht und man weiß es ja nicht, was habt ihr euch da gedacht? Ja, das wäre kein Problem, weil der hätte 2 Netzwerkkarten und der Internet Explorer geht quasi ins Internet über die eine Netzwerkkarte und das Kliniknetz ist getrennt über die andere Netzwerkkarte. So. Genau, auf der Medica habe ich dann auch einen Hersteller gesehen, der hat auch irgendwie so Defibrillatoren gebaut, also so das, was man immer sieht, wenn dann diese Flatline kommt und dann kommt der Arzt und pssch, Strom, ihr wisst. Da habe ich mal einen gesehen, da stand das Gerät auch so rum wie hier. Ich bin dann da drin rumschlawenzelt und habe da gesehen, es hat auch so ein Netzwerkplug und habe dann mal gefragt, ah toll, ne? So ein Defibrillator mit Netzwerk, was macht ihr denn so übers Netzwerk? Und dann meinte der, ja, keine Ahnung, also das war bei dem Board dabei, das sie jetzt verbaut hätten, ob da jetzt was mit gemacht wird oder da wird es sicherlich mal Features geben, aber das wäre jetzt da halt einfach drin. Ja, also gut. Genau. Toll ist auch immer, wenn man Sachen disclosen will mit den Herstellern. Ihr merkt, ich rede mir so ein bisschen den Frust auch von der Seele gerade. Ne? Wenn man so ein bisschen den Herstellern disclosen will, was man gefunden hat, dann ruft man da an. Und gerade bei den Mittelständlern und bei den Kleinen ist halt wirklich das Riesenproblem, die haben einfach keinen Prozess für sowas. Also die wissen nicht, wie man IT-Security schreibt und haben einfach keinen Prozess. Ja? Weil es kostet halt Geld. Die Großen fangen gerade so ein bisschen an damit. Bei den Kleinen ist das ein Riesenproblem und ich bin regelmäßig am Telefon mit Herstellern, also mit
Sales oder mit Marketing oder mit was weiß ich wem und versuche denen zu erklären, wo jetzt das Problem ist, und dann kriegt man eben regelmäßig zur Antwort, ja, also ich habe tatsächlich mal als Zitat, wie hat er seine Techies da bezeichnet? Genau, ja, das mit dem Telnet, ja, da muss ich erstmal mit unseren IT-Fuzzis sprechen und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Ne? Also da sieht man sozusagen, wo diese Gap tatsächlich ist. Genau, wenn man die Hersteller mal, gerade auch die großen, die im Moment, also es gibt große Hersteller, die machen extrem viel mit Responsible Disclosure Prozessen und so weiter und so fort. Es gibt welche, die machen einfach nichts, die sitzen da und sagen sich, was wir machen müssen, ist so ein bisschen Authorization und Authentication in den Devices. Und dann sind wir eigentlich beim Medizinproduktegesetz eigentlich schon durch. Das gilt für die Hardware und für die Softwareseite genauso. Das ist natürlich auch dramatisch, wenn man IT-Security einfach immer nur damit verbindet, dass man ein Passwort hat, das irgendwie Admin ist oder so. Und die Standardausrede ist auch immer, ja, das ist vergebene Liebesmühe, weil ihr Hacker, ihr schafft es ja eh immer, da irgendwie vorbeizukommen, also warum soll man sich da irgendwie Gedanken machen? Also das heißt, man redet da ziemlich viel gegen Wände. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema, bei den medizinischen Geräten als solche, aber dadurch, dass ja hier dieses ominöse Internet auf einmal da ist, wir hatten auch mal jemanden, der hat irgendwie gesagt, dieses IPv6, das scheint relevant zu sein, das schreibe ich mir mal auf und frage da mal nach. Ja, das war auch sehr interessant, weil gerade für Embedded Devices ist das natürlich eine super interessante Sache, und ja, ihr könnt IPv6, medizinische Geräte, könnt ihr selber mal drüber nachdenken. Genau, also jetzt kommt eben dieses Internet, diese tollen Features, diese tollen neuen Features, und die gibt es natürlich dann jetzt nicht nur im harten Sinne des medizinischen Bereichs, sondern die gibt es auch im Home-Monitoring, also das, was man sich als in Anführungsstrichen medizinisches Gerät irgendwie da unter den Tisch stellen kann und das dann daheim irgendwelche Parameter misst. Wir haben uns so eins mal auch angeguckt, das ist so eine Smart Scale, da kann man so draufsteigen und hat auch so eine App fürs Handy, und die Daten landen dann irgendwie beim Hersteller in der Cloud. Der misst dann irgendwie so Raumtemperatur, Raumluftqualität, Puls, Fettgehalt vom Körper, Gewicht natürlich, lauter so Zeug. Und das kann man dann alles irgendwie mit so einer App, und dann gibt es irgendwie so Gamification, und hey, der Typ da, den du in deinem Liste hast, der hat mehr abgenommen als du, und jetzt mach doch mal. Genau, also so funktioniert dieses Konzept, funktioniert wohl ziemlich gut. Wir haben uns das mal angeguckt, was macht dieses Smart Scale? Die muss natürlich ins Internet, die muss irgendwie kommunizieren. Das heißt, was die Smart Scale macht, ist im Endeffekt, die hockt in eurem WLAN, und wartet dann, dass eine Messung kommt oder irgendein Event passiert, wacht dann sozusagen auf und schickt dann irgendwie die Daten in die Cloud und ein paar Informationen in die Cloud. Das ist jetzt ein Post-Request an sozusagen die Cloud hinten, die ja erstmal über HTTP geht. Und den haben wir uns mal versucht, genauer anzugucken. Und dann ist uns das hier aufgefallen. Der geneigte Hacker wird merken, dass das irgendwie im ASCII-Range ist. Und wenn man die Hexwerte jetzt mal umrechnet wieder in ASCII, dann kommt das bei raus. Das ist noch nicht der Witz. Der Witz ist, das hier war unsere Wi-Fi-PSK. Ja? Also diese Waage, ich will mal Scale sagen, also diese Waage, schickt sozusagen über HTTP in die Cloud des Anbieters das Wi-Fi-Passwort von dem Router, in dem es gerade eingeloggt ist. Plus übrigens auch ein Scan von allen SSIDs, die es gerade außenrum empfangen kann. Ja? Genau. Ja, Access Controls auf der Serverseite waren auch nicht so der Hammer. Also das ist mal so ein Auszug, und da kriegt man halt irgendwie Namen von anderen Benutzern, kann man da sich dann mal angucken. Es gibt auch einen Parameter, den finde ich persönlich sehr schön, Fat Method. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ja, genau, und da sieht man halt auch, ist shared 0, und dann gibt es hier irgendwie wohl noch ein anderes Familienmitglied, das im selben Account hängt und so weiter und so fort. Genau, also das ist sozusagen der Stand, wenn man sich mal so ein bisschen das Home-Monitoring anguckt. Ne? Wird wahrscheinlich alles schnell gepusht, das Zeug muss irgendwie auf den Markt, schnell die Features implementiert, und hinten raus passiert dann eben sowas. Ich habe dieses Slide kurzfristig eingebaut, wollte darauf nochmal eingehen. Das ist aber sozusagen das Einzige, wo ich mal so ein bisschen den Finger hebe und sage, das ist irgendwie keine so gute Idee. Ich weiß nicht, ob allen bekannt ist, dieser St. Jude Medical Fall, den es da gibt, wo ein Herzschrittmacherhersteller, wo es ein Report publiziert worden ist oder so halb publiziert worden ist für ein Gerät von einem Herzschrittmacherhersteller, St. Jude Medical heißen die, und das aber publiziert worden ist über Muddy Waters, da so eine Glitche, die irgendwie in der Lage ist, Börsendaten in bestimmte Richtungen zu lenken, sage ich mal so, mit dem, was sie tun. Und passiert ist das sozusagen, also Muddy Waters hat das publiziert, und
der Prüfer oder der Auditor oder die Firma, die dahinter hängt, hat dann das Gerät geprüft, hat diesen Report irgendwie an Muddy Waters. Ich habe keine Ahnung, ob die da einen Deal hatten oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat Muddy Waters das publiziert und gesagt, ja, der Stock für Jude Medical, der wird droppen und das ist alles ganz schlecht und böse und hast du nicht gesehen. St. Jude Medical hat dann relativ, ich weiß nicht, ob sie gut reagiert haben, in meinen Augen gab es in diesem Fall keine Gewinner, ehrlich gesagt. Denn sie haben erstmal alles abgestritten und haben gesagt, das ist überhaupt nicht so, da ist überhaupt nichts dran und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es sozusagen, im Endeffekt ist das jetzt echt eine Sache, wo dreckige Wäsche gewaschen wird, hoch und runter. Und sowas ist für den Prozess oder an der Stelle, wo wir gerade sind, mit der Sicherheit von medizinischen Geräten extrem kontraproduktiv, weil wir ein Riesenproblem haben als Researcher, an die Hersteller ranzutreten und denen vernünftig klarzumachen, dass wir nicht ihre Feinde sind. Und in dem Moment, wo jemand kommt und in der Art und Weise Full Disclosure macht und das auch noch über den Schalter Geld oder Stock, kann ich das absolut nicht für gut heißen. Das ist aber natürlich meine Meinung. Ist aber ein ganz wichtiger Fall, weil ich glaube, dass wir gerade echt an so einem Scheideweg stehen, wo einige Hersteller kapieren, dass sie sozusagen uns vertrauen können und dass sie auf uns zugehen können. Und so ein Fall ist absolut kontraproduktiv für das, was da gerade passiert. Gut, dann kommen wir mal dazu, wie untersucht man denn solche Geräte, wie kommt man an die ran, was guckt man sich da genau an, was ist denn interessant und was ist eher nicht interessant. Also wie untersucht man das? Alles, was natürlich Enabled.com hat, ist wunderbar. Das gibt es an Plätzen, wo man sich nie ausdenken würde, dass es da irgendwie Kommunikation gibt. Es gibt irgendwie so künstliche Beine, die irgendwie über Bluetooth mit einer Handy-App gesteuert werden können und man da so ein bisschen Feintuning machen kann und so. Also man glaubt gar nicht, wo es überall sowas gibt. Wenn man so ein Severity-Rating machen möchte, Low, Medium, High, dann ist natürlich klar, Low ist alles, was monitort, ja, also nichts Feedback zum Patienten hat oder so. Medium ist sowas, was Diagnosesysteme sind, ein Röntgengerät zum Beispiel. Wenn ich es schaffe, ein Röntgengerät zu manipulieren, dann kann das beim Patienten natürlich auch einen dramatischen Schaden hinterlassen. Und High ist alles, was einen direkten Feedback zum Patienten hat, Spritzen, Pumpe, Narkosegeräte, solche Geschichten. Da kann man sich so ein bisschen dann auch ausmalen, dass wenn man in ein Krankenhaus geht und da einfach mal die Geräte testet oder sich die anguckt, das Seiteneffekte haben kann, auf die man sich sozusagen einlassen muss. Das heißt, medizinische Geräte zu testen ist extrem schwierig, weil für ein MRT legt man halt schon mal so 500.000, je nachdem wie toll das ist, bis mehrere Millionen hin. Das sich einfach mal für Research-Zwecke zu nehmen, oder man kann die kaufen tatsächlich, die kommen in einem LKW. Also man kauft sozusagen einen LKW und diesem LKW ist ein mobiles MRT, kann man die kaufen, kann sie sich auf den Hof stellen, die kosten dann aber halt 1,5 Millionen oder so und das ist natürlich nicht feasible. Deswegen, wenn man sowas testet, ist es normalerweise der Fall, dass entweder der Hersteller kommt und sagt, testet unser Zeug, dann darf man nicht drüber reden. Oder man schafft den Weg über ein Krankenhaus zum Beispiel zu gehen, weil Krankenhäuser in der Regel sehr dankbar sind, wenn man ihnen mal aufzeigt, wie ist denn der Stand eurer IT-Sicherheit im Moment. Genau, das heißt, wenn ihr sowas tut, wenn ihr die Chance bekommt, seid da bitte extrem verantwortungsbewusst, was ihr da macht. Wir hatten mal den Fall, wir sind mal in ein Krankenhaus gegangen zum Testen, haben gesagt, hier, wir würden gerne Research machen, ihr gebt uns die Ergebnisse, ihr gebt uns die Geräte, wir geben euch die Ergebnisse, ihr könnt dann mal gucken, was da so rausgefallen ist. Dann meinten die, ja, super, alles klar, dann machen wir es einfach so, ihr sucht euch die Geräte raus und wir hängen die einfach in die DMZ. Dann haben wir erstmal gesagt, ja, das ist vielleicht keine gute Idee, jetzt die Geräte einfach so direkt ins Internet zu hängen, damit wir sie testen können. Wir kommen da lieber vorbei. Also die Krankenhäuser kommen da selber auch auf Ideen, die jetzt nicht gerade so optimal sind für so ein Testsetup. Seid euch dessen immer bewusst und seid euch auch bewusst, dass diese Geräte nie dazu gemacht waren, dass da jemand einen Nmap zum Beispiel oder einen anderen Portscan drüber fahren wird. Werden wir noch sehen. Gut, wie sieht es dann aus, wenn man im Krankenhaus sitzt und testet? Das ist dann ungefähr so, ja, also das ist ein Kollege von mir und da testen wir sozusagen gerade das Krankenhausnetzwerk. Genau, wenn man da so ein Krankenhaus hat, was einem da sehr zuvorkommend ist, dann darf man vielleicht auch die Betten benutzen und sich da gemütlich machen. Okay, also was kann man sich angucken? Monitoring ist klar, hier haben wir noch zwei Vertreter, Patientenmonitore zum Beispiel, klassisches Beispiel, Diagnostik, sowas wie ein MRT hier auf der linken Seite oder ein Röntgengerät, da gibt es ganz abgefahrene Röntgengeräte mittlerweile, das auf der rechten Seite zum Beispiel ist so eins. Gerade diese radiologischen Geräte, die reden schon seit ewigen Zeiten übers Netzwerk, weil Picture Archiving and Communication Systems irgendwann mal aufgepoppt sind und es ist einfach total toll, wenn sozusagen das MRT gefahren wird und der Arzt im Nebenraum dann einfach direkt die Daten hat und da schön zoomen kann und das übers Netzwerk irgendwie weitergetragen wird. Das ist natürlich
natürlich super. Das heißt, die kommunizieren schon ewig lange übers Netzwerk. Und dann Feedback, alles was interessant ist, ist sowas wie Herzschrittmacher natürlich, Narkosegeräte, ganz, ganz kritische Sache oder sowas wie Spritzenpumpen. Gut. Ja, dann gehen wir doch mal in die Case Studies rein. Ich habe versucht, eine besondere Case Study da mir vorzunehmen und die zu zeigen. Ich kann es nicht tun, weil wir da, als wir das sozusagen publiziert haben, es gibt einen Spiegelartikel, da könnt ihr es einfach nachlesen. Ja? Aber als wir das publiziert haben, kamen da so ein paar böse Briefe, die anders so auch so Anwaltsschreiben, Stempel und sowas hatten. Und deswegen ziehe ich hier jetzt mal zurück und werde sozusagen über dieses Narkosegerät, das wir dann einfach übers Netzwerk runterfahren konnten und ausgeschaltet war, werde ich jetzt nichts erzählen. Stattdessen renne ich weiter zu meinem ersten Opfer hier. Das ist ein Patientenmonitor. Der Patientenmonitor wird normalerweise irgendwie benutzt, um Vitalzeichen aufzuzeigen. Also die kann man unterschiedlich konfigurieren. Haben jede Menge Anschlüsse hier an der Seite, die man sich zusammenbauen kann und die dann teurer oder billiger werden, je nachdem. Und der Klassiker ist sowas wie ein EKG anzuzeigen, den Puls anzuzeigen oder die Sauerstoffsättigung im Blut anzuzeigen. Das wären so Beispielparameter, die normalerweise die Geräte immer können. Gut. Wird häufig während Narkosen, also während einer Operation benutzt. Hier nochmal die Liste, was kann dieses Ding alles tun. Wir machen jetzt Folgendes. Ein Szenario, das häufig vergessen wird, also wenn wir einen Pentest machen, dann kommen die Kunden immer zu uns und sagen, ja, Denial of Service, ne, wenn irgendwas abstürzt, nicht so schlimm, lass mal, passt schon. Ja. Das braucht ihr nicht prüfen, das ist schon okay. Bei medizinischen Geräten sieht es da schon wieder anders aus. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie so den Mittelständler habe, der irgendwie nur einen Internetauftritt hat und keinen Webshop und den schießt jemand aus dem Netz, ist das nicht so schlimm. Wenn ich so ein Gerät habe, das irgendwie während einer Narkose einfach ausgeht, dann ist das auf jeden Fall dramatisch. Deswegen ist Denial of Service ein absolut relevantes Szenario. Was ich jetzt einfach mal ganz schnell machen werde, ist dieses Gerät einfach übers Netzwerk ausschalten. Und zwar funktioniert das einfach über, also dieses Gerät kommuniziert übers Netzwerk, da gibt es ein proprietäres Protokoll. Interessant ist auch, wenn man sich mal so ein paar Patientenmonitore angeguckt hat und die Protokolle mal reverse-engineert hat, dann sieht man, habe ich gerade reverse-engineert gesagt? Schneiden wir raus. Wenn man die Protokolle sich anguckt oder die dann so im Wireshark einfach so vorbeifliegen, dann sieht man, dass die immer relativ ähnlich auch so sind. Also da guckt der eine dann auch so ein bisschen vom anderen ab. Man kann dann immer schauen, wer hat was von wem, das ist ganz nett. Aber es ist doch dann irgendwie alles anders. In dem Fall ist es so, dass beide Geräte, glaube ich sogar, genau, beide Geräte machen das ganz geschickt. Also die kommunizieren an eine zentrale Stelle, also so gibt es so einen Management-Server, möchte man sagen, wo sie die Daten hinschicken, wo man die dann sehen kann. Und beide Geräte machen das ganz geschickt, die machen es einfach als Broadcast ins Netzwerk. Ja? Also es wird einfach bam, rausgehauen in der Hoffnung, dass es irgendwo ankommt. Und genau das Gleiche mache ich jetzt im Endeffekt auch. Das heißt, ich mache nichts anderes als die Daten, die dieses Gerät normalerweise schicken würde, einfach mit einer relativ hohen Geschwindigkeit zurück ins Netzwerk zu schicken, in der Hoffnung, dass es jetzt gleich irgendwie ausgeht. Ist aus, ja? Gut, wunderbar. Okay, ganz interessant ist auch, das kommt jetzt zwar wieder hoch, ja, aber solange der Angriff sozusagen läuft, bleibt es hier einfach hängen und ist halt schwarz. Es passiert einfach nichts. Ja? Also das heißt, in dem Moment erst, wo ich hinten, wo der Angriff aufhört oder ich das Kabel ziehe, geht es wieder weiter und ich kann sozusagen mit dem Ding wieder arbeiten. Ne? Und das ist ein absolut relevantes Szenario. Und was an diesem Gerät oder was bei vielen Geräten, die Problematik gibt es bei dem Gerät auch genauso, nur dass es nicht rebootet, gibt es ja genauso. Das Problem an dieser Sache ist jetzt tatsächlich, man stelle sich vor, das passiert während einer Narkose. Ja, was wird der Narkose als das erstes machen? Ja, natürlich, der denkt irgendwie an den TCP-IP-Stack und weiß, alles klar. Die haben die nicht getrennt, böses Problem, mache ich einfach hier hinten mal Schlöpp und gut ist es. Ja? Das ist natürlich nicht der Fall, sondern der Arzt wird erstmal hier gucken, hä, was ist hier los? Drücken, 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 an, aus, was geht jetzt dem Patienten? Ich habe keine Daten mehr, was mache ich jetzt? Anderes Gerät, so. Also das heißt, das kann schon dazu führen, dass der ein oder andere Anästhesist wahrscheinlich so ein bisschen die Panik geht. Und deswegen ist es ein absolutes relevantes Szenario und es wird häufig vernachlässigt, weil das Stunt-Hacking, was ich jetzt sonst noch hier so zeigen werde, ist eigentlich eher so dieses VIP-Szenario, was keinen von uns betrifft. Aber dass man sozusagen mit einem
mehr oder weniger ernst gemeinten Flood übers Netzwerk da teilweise Geräte einfach ausschalten kann, ist ein absolut relevantes Szenario und großes, riesengroßes Problem für die Geräte. Besser hätte man es machen können, indem man sozusagen den Netzwerkstack einfach klar trennt. Ne? Also in dem Moment, wo auf dem Netzwerkstack irgendwas passiert, wo da die Daten nicht mehr verarbeitet können oder irgendwas abstürzt, muss immer noch dieses UI funktionieren, die Daten müssen immer noch angezeigt werden können. Und das wird eben bei diesen Geräten, bei diesen beiden zumindest, grob verletzt. Gut. Genau, eine zweite Demo, die ich mir jetzt spare, die habe ich aber als Screenshot sozusagen oder als Bildchen da. Ich habe gerade gesagt, das Gerät kann auch sozusagen die oberen und unteren Grenzen vom Puls anzeigen von einem Patienten. Beziehungsweise kann den Puls anzeigen, man kann obere und untere Grenzen konfigurieren und sagen, hey, wenn es da rüber geht, mach mal Alarm, wenn es da drunter geht, mach mal Alarm. Also, dass irgendjemand von euch einen Puls hat, der höher ist als 30.000 Schläge die Minute oder minus 30.000 Schläge die Minute, ist ziemlich gering. Ja, das heißt, dieser Alarm wird absehbar niemals triggern und die Konfiguration kann man auch übers Netzwerk setzen. Die kann man nicht am UI setzen, lustigerweise. Also das UI hört irgendwo bei, weiß nicht, 260 oder 255 wahrscheinlich auf. Ja, und bei 0 logischerweise, weil da... Bitte? Genau, das kann, genau, ja, ne, genau. Das, da kann man die Alarme ganz ausstellen, aber dass man das sozusagen übers Netzwerk triggern kann und sagen kann, hey, mach einfach mal gar nichts mehr, wenn irgendwas ist, dann ist es eben natürlich schlecht. Gut, also das ist eine große Problematik. Nächste große Problematik bei medizinischen Geräten ist Patch-Management. Ein riesengroßes Problem. Ja? Also hier sehen wir einfach mal so eine Auswahl. Das ist ein Endoskop. Ihr werdet es alle nicht sehen. Ich werde es euch sagen. Das ist ein Windows 7. 2014 ist der letzte Windows 7-Patch auf dem Ding eingespielt worden. Das ist ziemlich gut, weil bei dem Ultraschall hier ist der letzte Patch 2007 eingespielt worden und hat irgendwie ein Service Pack 2 Windows XP. Ja? Großes Problem hierbei ist, dass die Klinik wenig Handhabe hat, um tatsächlich jetzt hier zu patchen. Die können nicht einfach hingehen und sagen, ja gut, machen wir hier jetzt mal Service Pack 3 und ballern mal da drüber und alles ist gut. Das funktioniert so nicht. Medizinproduktegesetz in Deutschland ist ziemlich komplex und Betreiberhaftung ist da ein ganz großes Problem. Das heißt, in dem Moment, wo jemand anfängt, an so einem medizinischen Gerät zu manipulieren, Obacht, ja, das gilt auch, wenn ihr da testet unter Umständen. Wenn jemand an diesem Gerät manipuliert, kann es sein, dass die Haftung auf den übergeht, der sozusagen manipuliert hat. Das kann so weit gehen, dass wenn jetzt ein Arzt hier irgendwie dieses Endoskop benutzt und sagt, der Bildschirm gefällt mir nicht, ich hätte hier gerne einen anderen Bildschirm dran und dann tauscht irgendjemand diesen Bildschirm aus, dann kann es sein, dass in dem Moment die Haftung auf das Krankenhaus übergeht und alles, was damit schief geht, auf einmal am Krankenhaus hängt und nicht mehr am Hersteller. Das heißt, es ist nicht so einfach für Krankenhäuser oder die Betreiber tatsächlich die Dinger einfach mal zu patchen, auch wenn dann Windows XP draufläuft, Service Pack 2. Bei dem Gerät ist es jetzt so, da läuft nicht nur ein Windows XP Service Pack 2, sondern da läuft tatsächlich auch ein Tomcat 559. Warum man das haben möchte, ich weiß es nicht. Irgendjemand hat sich offensichtlich gedacht, das UI für das Ding, das kann man wunderbar als Web-Application bauen in Java, in einem Tomcat-Server. Whatever. Gut, Passwörter, kommen wir zu Passwörtern. Eines der größten Probleme oder ein Riesenproblem sozusagen, was medizinische Geräte angeht. Der Punkt mit den Passwörtern ist, dass die leider tatsächlich von den Herstellern nicht als Passwort gesehen werden. Also Passwort ist dann nicht gleich Passwort, sondern die Passwörter stehen einfach überall und sind irgendwie relativ einfach auch zu... einfach auch zu raten. Also das ist die Bedeutung offensichtlich bei den Herstellern, was ein Passwort ist, ist eine andere, als vor allem wir in der Community sie haben oder die so landläufig auch meine Mutter hat von einem Passwort zum Beispiel. Das heißt, das ist ein großes Problem. Die stehen überall in Handbüchern, die werden nie geändert, die fliegen überall rum. Ganz großes Problem. Wir haben hier zum Beispiel mal ein Gerät, das ist ein EKG, das auch im Netzwerk hängt. Und das sozusagen eine Netzwerkschnittstelle hat und mit dieser Netzwerkschnittstelle eben im LAN, im WLAN hängt, im Krankenhaus-WLAN und darüber halt Daten ausgetauscht werden können. Wenn man sich das ganze Ding mal anguckt, dann fliegt da relativ schnell Telnet raus und in diesem Telnet, also hier oben steht jetzt halt Login Admin, Passwort Guest. Überlasse ich jetzt euch, was das Passwort war. Man ist dann eingeloggt und bekommt dann so eine rudimentäre Shell, in der irgendwie Set Show, Help, Usage, User, Save, Dial Out, Send Mail, Receive Mail auf einem EKG, keine Ahnung.
Ja, also man hat da so eine rudimentäre Shell und dann haben wir uns gedacht, wäre doch mal ganz schön, wenn man da mal noch mal ein bisschen ins Detail reinguckt, wie ist denn diese Shell gebaut, was ist denn da, was passiert denn da überhaupt und sieht, wenn man sich das genau anguckt, ist das eben irgendein Bash-Skript, das eine Command-Injection hat und wenn man da sozusagen einfach noch Commands appendet, dann kommt man aufs Betriebssystem runter von dem EKG und hängt dann sozusagen auf dem EKG und kann dann da hart auf der Platte und überall rumfuhrwerken. Gut. Nächstes Beispiel, auch so ein bisschen angelehnt an die Passwörter. Eine Spritzenpumpe. So. Finde er das Video. So, das ist eine Spritzenpumpe auf der linken Seite. Sie ist obfuscated, wie ihr seht. Wir waren gerade in dem Krankenhaus, da wo das Bett vorhin stand, wo ihr das gesehen habt. Und wir hatten halt nichts anderes als Toilettenpapier, um das irgendwie so ein bisschen abzukleben, weil wir halt ein Video machen mussten. Wir durften das Ding nicht mitnehmen. Deswegen sieht es jetzt so aus, wie es aussieht. Das heißt, was ihr hier so unter diesem Rockzipfel habt, ist so ein Rack. Und in diesem Rack stecken im Moment zwei Spritzenpumpen drin. Ja? Also eine Spritzenpumpe seht ihr hier und die andere hängt drüber. Da sieht man so ein bisschen das Bläuliche durchschimmern. Und was diese Spritzenpumpe eben macht, ist, sie pumpt irgendwie Zeug in den Patienten rein. Das heißt, man hat normalerweise so eine Spritze, die man da reinmacht. Dann kann man hier eine Dosis einstellen und kann irgendwie sagen, pump mir mal in der Stunde so und so viel Milliliter in den Patienten rein. Ja? Genau. Das Ganze sollte natürlich nicht geändert werden, weil wenn da irgendwie jetzt jemand vorbeiläuft und sieht, dass eine Spritzenpumpe, soll der nicht anfangen, daran rumzudrücken, auch aus Versehen vielleicht, um da irgendwas zu ändern und die Dosis zu ändern. Ne? Deswegen gibt es eine PIN, die auf dieser Spritzenpumpe ist. Genau. Also ihr seht jetzt gleich, dass ich jetzt anfangen werde zu versuchen, die Dosis irgendwie zu verändern. Genau, also ich drücke da drauf rum und dann sagt irgendwie die Spritzenpumpe, hey, gib erstmal bitte den Code ein, mach mal hier die PIN und dann kann es weitergehen. Und wenn man da eben die falsche PIN macht, sagt er, falscher Code, Eingabe wiederholen. Das Ding hat aber auch einen Netzwerkport. Und in diesem Netzwerkport gibt es auch ein tolles UI und in diesem UI ist diese PIN auch hinterlegt. So, Access Controls auf diese Webanwendung waren eher nicht so gut, sagen wir es mal so. Wir haben da so einen kleinen Proof of Concept, das heißt im Endeffekt gehen wir jetzt übers Netzwerk, suchen nach diesen Pumpen, finden eine Pumpe, haben zwei Pins gefunden, die wir sozusagen übers Netzwerk jetzt auslesen können und wenn wir die jetzt im Endeffekt eingeben einfach, dann ist es eben wieder möglich, die Pumpe voll zu bedienen und die Dosis im Endeffekt auch zu ändern, wie ihr gleich sehen werdet. Genau. So, tu es. Genau, jetzt ist man sozusagen in dem Menü, wo man die Rate ändern kann, 0,1 Milliliter pro Stunde. Genau, und auf einmal sind es 200 Milliliter pro Stunde. Gut. Webanwendungen bei medizinischen Geräten sind eine ganz tolle Sache. Das ist tatsächlich so, da kommt man sich vor wie in den 90er Jahren teilweise. Also es ist zugegebenermaßen auch nicht ganz einfach, auf so ganz kleinen Geräten vielleicht eine ordentliche, tolle Webanwendung zu bauen. Aber da ist natürlich dann auch wieder die Frage, ob man es nicht einfach lassen sollte und versuchen sollte, da irgendwie andere Wege zu gehen. Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Wir haben uns tatsächlich nämlich auch mal ein MRT angucken dürfen in einem Krankenhaus. Und das war eine total coole Sache, weil erstmal ein MRT rein von der Technik her wirklich was Schönes ist. Also das macht wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen, sich das anzugucken und da Wissen anzueignen, wie funktioniert so ein Ding, wie ist das genau gebaut. Für mich ist es nach wie vor immer noch Rocket Science, ich bin aber auch kein Physiker. Ich glaube, da hängen auch irgendwie 4, 5 Nobelpreise drin in dem Ding. Also ich finde, das ist eine total tolle Kiste. Genau, also wie sieht es normalerweise aus? So im Groben kann man sich das vorstellen, man hat so ein Host-System, meistens läuft dann Windows drauf. Host-System ist das hier gemeint, da sitzt sozusagen eine medizinisch-technische Assistentin gerade und macht da Einstellungen und fährt dann eben den Scan, triggert von hier aus sozusagen den Scan, meistens eine Windows-Kiste. Es gibt dann noch einen Rechner, der macht Image-Processing, der holt sich sozusagen den Raw-Data-Stream vom MRT, bereitet den auf, komprimiert den ein bisschen und legt den dann auf irgendeine dicke Platte, von dem das Host-System sozusagen sich die Daten wieder ziehen kann. Und dann gibt es natürlich noch ein Kontrollsystem. Das Kontrollsystem ist relativ hardwarenah und ist im Endeffekt dafür da, die Spulen zu kontrollieren, den Patiententisch rein und raus zu fahren, alles, was sozusagen direkt mit der Hardware zu tun hat. Also, wenn man sich das angucken will, sieht es ungefähr so aus. Ich habe mal ein tolles Diagramm gemacht hier. Hier ist das MRT. Das hängt zum Beispiel an einem VxWorks, in dem Fall zumindest.
Der Imaging-Rechner war in dem Fall ein Linux mit einer dicken Festplatte dran und dann gibt es sozusagen diesen Windows-Host-PC und alle diese drei Komponenten hier kommunizieren übers Netzwerk miteinander. Ja, also die sind über ein Netzwerk, über ein Local-Netzwerk sozusagen verbunden und der Magnet bzw. das MRT hängt direkt hier an dieser Hardware-Steuerung, wenn man so möchte. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mal den Host-PC angeguckt, einfach nur mal geguckt. Wir mussten erstmal so einen Kiosk-Breakout machen. Normalerweise kommt man da nicht direkt aufs Betriebssystem, muss man erstmal sozusagen den Kiosk brechen. Wenn man das gemacht hat, guckt man sich an, was ist das für ein System. Das ist ein Windows-XP-System, wie man hier unschwer erkennen kann. Firewall, automatische Updates und Virus Protection waren deaktiviert. Wir haben dann tatsächlich auch die medizinische Techniker Assistentin gefragt, ja, habt ihr da mal mit dem Techniker geredet oder so und mal irgendwie gesagt, ist das gut und wie ist das mit der Sicherheit und so, gibt es da vielleicht Probleme? Und dann meinte sie, ja, das hätten sie tatsächlich gemacht und der Techniker hätte gesagt, das wäre alles kein Problem, Viren wären kein Problem für das System, weil das ist ein 64-Bit-XP und Viren funktionieren nicht unter 64-Bit, wie wir alle wissen, ja. Okay, dann haben wir einen Portscan gemacht auf das Host-System und haben insgesamt 114 offene Ports gefunden. Unter anderem Port 80 auch, wieder eine Webanwendung natürlich. Ne? Wir waren leicht überfordert tatsächlich mit diesen 114 Ports, das muss man normalerweise erstmal verkraften. Und wo wir gerade beim Thema Verkraften sind, während diesem Portscan ist dann tatsächlich auch die ein oder andere Anwendung auf dem Host-System gecrashed. Also hier sieht man jetzt sozusagen den Crash-Dump von einer von den Applikationen. Die kommt dann nach einer Minute oder so wieder hoch auf einem anderen Port. Wenn man dann wieder einen Portscan drüber macht, dann rauscht es wieder ab. Ne? Also deswegen nochmal der Hinweis, selbst ein Portscan kann da Seiteneffekte haben, die ihr nicht absehen könnt. Also wenn ihr mal irgendwann die Hände an so ein Gerät bekommen solltet, immer, immer vorsichtig sein. So ein MRT kostet wahnsinnig viel Geld. Gut, also wir erinnern uns hier nochmal an dieses tolle Diagramm. Der Host-PC, da irgendwie reinzukommen, ist kein Problem im Endeffekt. Ne? Also da gibt es Mittel und Wege, das zu tun. Dann waren wir auf dem Host-PC und haben uns eben das Netzwerk angeguckt. Was gibt es da noch so? Das Linux hatte irgendwie Root und Root als Passwort und als Benutzername. Und das VxWorks war auch in der Default-Konfiguration. Das heißt, man kam da auch direkt auf die Spulen des Magneten im Endeffekt drauf. Das heißt, wir hätten da wirklich das Gerät auch beschädigen können übers Netzwerk. Das Ganze ist uns tatsächlich auch gelungen über das Guest-Wi-Fi vom Krankenhaus. Also dieser Host-PC hing mit einem Bein im Gästenetzwerk des Krankenhauses und darüber war es uns eben möglich, im Endeffekt die ganze Kette nachzuvollziehen. Okay, kommen wir zur zweiten Demo, der zweite Patientenmonitor. Da ist es so, dass es auch hier ein Denial of Service gibt, wo man das Gerät einfach ausschalten kann. Das spare ich mir jetzt mal. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Beziehungsweise ich muss es eh gleich nochmal machen, vermutlich. Wo sind wir denn hier? Genau, was ich jetzt mit dem Gerät allerdings machen möchte, ist so, ich nenne es immer mein James-Bond-Szenario. Ja, wir haben ja jetzt hier gesehen, das ist sozusagen der klassische Ansatz, man ballert einfach mal auf das Gerät drauf, es geht aus und alles ist gut, man hat sozusagen seine Ergebnisse. Was wir jetzt mal machen wollen, ist ein James-Bond-Szenario zu demonstrieren, das heißt, wir haben wirklich einen Patienten, Peter, du bist der James-Bond, nee, du bist der VIP, ich bin James-Bond. Ich habe hier meinen Patienten sozusagen mitgebracht, langt es von der Kette? Der hier seine Vitaldaten angezeigt bekommt und irgendwie auf einer Intensivstation sozusagen gerade liegt und da VIP halt ist und nach Möglichkeit soll keiner an ihn ran und ihm niemand mit ihm was machen. Sieht alles gut aus soweit. Ne? Also Patient liegt da, alles wunderbar. Jetzt gibt es einen bösen Angreifer, der irgendwie den Peter ausschalten will und das möchte er machen, ohne dass sozusagen auf dem Gerät irgendwie Daten angezeigt werden. Wenn ich jetzt den Peter einfach hier um die Ecke bringe, dann gibt es da wieder eine Flatline. Also das, was ihr hier seht, vielleicht kurz zur Erklärung, damit ihr das auch noch mitnehmt. So ein bisschen Wissen kann man ja auch noch hier von der Dings jetzt hier mitnehmen, von dem Vortrag. Das, was ihr seht, ist die Sauerstoffsättigung. Die Sauerstoffsättigung ist gerade 97% bei Peter, das passt. Und was ihr hier sozusagen seht, ist im Endeffekt der Puls visuell dargestellt. Diese rote Linie, die ihr vermutlich alle jetzt da hinten nicht mehr sehen könnt. Ja? Aber glaubt es mir halt einfach. Also es gibt hier eine rote Linie, die irgendwie hoch und runter geht und die zeigt im Endeffekt, wie das Blut durch die Gefäße von Peter geht. Wenn da jetzt eine Nulllinie wäre oder die Sättigung irgendwie dramatisch fallen würde, wäre das ein Indiz, dass es dem Patient oder Peter nicht mehr so gut geht und man müsste eben reagieren. Das wollen wir vermeiden. Um das
jetzt zu tun, machen wir Folgendes. Als Angreifer rennen wir auf dieses Gerät. Erstmal gehen wir ins gleiche Netzwerk. So, tu es. Genau. Erstmal rennen wir ins gleiche Netzwerk, sind jetzt auf diesem Gerät. Da der Vendor da auch noch keinen Patch hat, werde ich jetzt nicht so viele Details verraten, was und wie genau und so weiter. Aber ihr könnt das alle, glaube ich. Ja, bin ich fest von überzeugt. Genau. Und was ich jetzt im Endeffekt mache, ist als Angreifer, ich sitze jetzt auf dem Gerät und fange einfach mal an, die Vitaldaten, die Peter gerade hier produziert, aufzuzeichnen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt einfach das, was hier rumkommt, alles, was so gut aussieht sozusagen, schnapp mir das, dann schaffe ich es zum Beispiel über die manipulierte Spritzenpumpe, die ich irgendwie vorher hatte, Peter irgendwie auszuschalten. Also ihr seht jetzt, hier ist diese Nulllinie, ja, hier kommt die Nulllinie. Und was ich jetzt eben eigentlich machen möchte, ich möchte, dass diese Nulllinie nicht mehr da ist. Und das ist nur sozusagen zur Demo, dass ihr seht, dass ich jetzt auf dem Ding sehe und ihr seht wieder, obwohl kein Patient angeschlossen ist, sind da jetzt wieder lustig Daten zu sehen und man hat eben keine Möglichkeit zu erkennen, ist da jetzt irgendwas faul oder ist da irgendwie nichts faul. Genau. Danke. So, jetzt muss ich ein bisschen was improvisieren, denn ich habe noch ein bisschen Zeit und deswegen mache ich noch schnell eine andere Demo. Ja, mache ich, genau. Genau. So, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Nein, das ist nicht. Gut. Also, der Effekt dauert jetzt einen Moment, aber damit ihr mir wirklich glaubt, dass ich irgendwie hier komplettes Gerät unter Kontrolle habe, versuche ich noch was anderes. So ein bisschen für die Unterhaltung des Anästhesisten während der Narkose. Ihr müsst mir sagen, wenn es da ist, ich sehe nichts. Okay. Ja, das ist scheiße, ich weiß. Ja. Es ist nur ein Proof of Concept. Gut, das ganze Ding kommt auch noch mit einer Software. Das heißt, man hat irgendwie noch eine Software mit dabei, die auch Daten... Ach komm, das machen wir jetzt auch noch, was soll's. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Genau, also das ist die Software. Jetzt sollte irgendwie... Aha, jetzt muss ich das Gerät neu booten. Tu es, los! Genau, also während das neu bootet, diese Software kommt in der Regel immer mit den Geräten, das heißt, ihr könnt kaum noch irgendwie einen Patientenmonitor kaufen, der sowas nicht dabei hat. Sinn ist der folgende, ihr wollt nicht, wenn ihr eine Patientenüberwachung irgendwo habt, die ganze Zeit jemanden haben, der da am Bett steht oder horcht, ob irgendein Alarm angeht, sondern ihr hättet gerne eine Warte, wo ihr mehrere Monitore habt und wo ihr live seht, was passiert denn auf einer Intensivstation oder auf einem normalen Patientenzimmer, wie sehen denn da die Vitaldaten auf, damit eben nicht so viele Leute benötigt werden, um die Patienten zu handeln. So, jetzt seht ihr, jetzt kommen hier auch schon Daten rein. Ja, also hier ist jetzt auch, glaube ich, EKG, das Grüne. Ich habe jetzt kein EKG-Kabel dabei. Das macht aber auch gar nichts, weil ich jetzt... genau. Euch jetzt trotzdem noch mal dieses Szenario zeige, wie ich sozusagen diesen Datenstrom auch noch manipulieren kann. Also das heißt, Peter ist jetzt irgendwie hops gegangen, aber die Warte kriegt vielleicht was davon mit, weil dieses Gerät keine Daten mehr sendet, weil einfach keine mehr da sind. Ja? Das wollen wir auch irgendwie vermeiden. Wir wollen, dass die Warte auch sieht, hey, ist das alles Blume, alles ist super. Genau, deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich prügel jetzt einfach dieses Gerät aus dem Netzwerk. Genau, so. Das heißt, ihr seht, dass jetzt hier dieser Datenstrom steht, weil sich diese kleine, ne, diese kleine Lücke hier bewegt sich nicht mehr, hier steht's. Und da oben werdet ihr jetzt auch gleich sehen, oder zumindest die Leute in der ersten Reihe, dass dieses kleine Icon jetzt mit dem Computer, mit den zwei so ein rotes Ding kriegt, genau hier. Das heißt, der Kontakt ist abgerissen, der ist verloren, das wäre also der Normalfall im Endeffekt. Und was ich jetzt einfach mache, ist, ich schicke jetzt einfach wieder Daten zu dieser Central Station. Ihr seht, dass der Peter jetzt auf einmal sogar ein EKG hat, obwohl er gar keine Kabel dran hat, ja. Genau.
So, also das heißt, wir sind in der Lage, über das Netzwerk mit relativ simplen Mechanismen sowohl die Daten komplett zu kontrollieren, die hier drauf sind, als auch die Daten komplett zu kontrollieren, die auf dieser Basisstation oder was auch immer sind. Gut, okay. Weiter im Programm. Ich bin ziemlich gut in der Zeit, ausnahmsweise. So, genau. Das zu den Demos. Kommen wir mal ganz kurz noch zu dem Behandlungsverlauf. Nach wie vor sehe ich es als relevant an, diese Geräte sich anzugucken und Research in dem Bereich zu machen, weil nur weil jetzt einige Hersteller anfangen zu kapieren, dass es da Probleme gibt, heißt es nicht, dass das bei allen so ist. Man kann einige damit immer noch überraschen, gerade so kleine und Mittelständler. Ich bin der Meinung, dass in dem Bereich Responsible Disclosure eines der wichtigsten Mittel ist. Wir haben damit im Endeffekt nur ein einziges Mal von, weiß ich nicht, wie vielen Sachen wir uns schon angeguckt haben, nur ein einziges Mal schlechte Erfahrungen gemacht, so richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Ansonsten ist es meistens so, dass man ein offenes Ohr bekommt, wenn man das richtig macht. Ne? Denkt dran, ihr redet da immer mit Menschen und in dem Moment, wo ihr sagt, du baust ein Gerät und wenn ich da im Netzwerk bin, können Leute sterben, dann ist es meistens erstmal nicht so was, was man einfach mit nach Hause nimmt und denkt, oh ja, ja. Ne, sondern denkt einfach daran, was das sozusagen für eine Aussage für den Gegenüber habt, wenn ihr das tut und wenn ihr da was findet und wie ihr das reportet. Wir brauchen mehr Awareness in dem Bereich, auf jeden Fall. Das Ganze sollte meiner Meinung nach tatsächlich was Community-Übergreifendes sein. Community heißt, wir sind meiner Meinung nach dazu auch aufgefordert, den Herstellern unter die Arme zu greifen, denen auch zu zeigen, wie das funktioniert und auch den Kunden der Hersteller, heißt zum Beispiel die Krankenhäuser und die Ärzte, denen unter die Arme zu greifen. Weil im Endeffekt ist die Lösung des Problems die beste und meiner Meinung nach die effektivste, wenn die Krankenhäuser bzw. die Ärzte sagen, wenn ich dieses Gerät von dir kaufe, lieber Hersteller, dann möchte ich, dass es auch sicher ist, das ist ein Feature, das du mir verkaufen kannst, bitte verkauf es mir und ich glaube, nur dadurch können wir relativ schnell diesen Hebel umlegen, dass wir die Probleme in den Geräten haben, wie wir sie im Moment haben. Das heißt, dass wir auf einem Stand sind wie in den 90er Jahren, was die Security von diesen Geräten angeht. Damit bin ich durch. Dankeschön. Genau. Also die Frage ist, ob Krankenhäuser sozusagen der kritischen Infrastruktur gehören. Dem ist so, ja. Aber es ist halt alles Legal-Kram. Und das Problem ist halt, dass es gibt erstmal keine Legal-Aussage oder keine rechtliche Aussage, wer muss denn so ein Ding sicher machen. Das gibt es nicht. Es gibt sowas wie, es gibt quasi ein de facto, wie soll man das nennen, de facto Gesetz ist es nicht, weil es ist halt eine Umsetzung im Endeffekt. Im Moment ist es so, dass die Hersteller sagen, sie sehen, dass da was am Horizont kommt, das wird auf uns alle zukommen oder auf alle Hersteller zukommen. Sie machen aber erstmal nichts, weil es ist noch nicht klar, wer muss denn eigentlich was machen. Im Moment ist der Standard so, Betreiber tut Dinge und haftet. Das heißt, das Krankenhaus ist eigentlich dafür zuständig, die Windows XP Service Pack 2 2007 letztes Mal gepatcht, sicher zu betreiben. Und das ist natürlich, kann meiner Meinung nach überhaupt nicht sein. Ne? Aber da ist noch ganz viel Arbeit, gerade im Bereich Legal, dass man ein paar Gesetze hat, mit denen man arbeiten kann, dass man sagen kann, ihr Hersteller, ihr müsst natürlich auch Security da reinbauen. Was sehr gut funktioniert, ist Safety. Bis auf diesen einen Patientenmonitor, der irgendwie eine Flatline anzeigt. Aber sonst funktioniert das ganz gut. Da gibt es auch Regularien und so weiter und so fort. Aber gerade für diesen spezifischen Aspekt Security sind wir da noch weit, weit weg. FDA hat vor 3 Jahren eine Empfehlung rausgegeben, wo irgendwie drin steht: Hey, liebe Hersteller, Cybersecurity, medizinische Geräte, macht mal was. So. Und das ist sozusagen der Stand. Also es gibt da von der Legislative auch überhaupt nichts bisher, was man handfest irgendwie nehmen könnte. Aber da kommt definitiv was, bin fest von überzeugt. Es dauert nur noch ein bisschen. Genau, also die Frage ist sozusagen, kriegen die Krankenhäuser mit? Ja, Flatline, genau. Ja.
Die Frage war, wie kriegen sozusagen Krankenhäuser mit, was denn da eigentlich wirklich passiert im Hintergrund? Können die da irgendwelche Steuerungsmechanismen haben? Beispiel ist, Servicetechniker kommt, fummelt an einem Gerät rum, klebt irgendwo einen Zettel hin und sagt, fixed. Das ist extrem schwer, weil man muss nämlich gucken, Krankenhäuser haben ein ganz großes Problem, dass sie auch ein Expertiseproblem haben. Das heißt, für ein Krankenhaus ist es auch ganz schwer zu bewerten, wie integriere ich denn so ein komplexes Gerät, also nicht diese sind jetzt nicht besonders komplex, aber wenn man so ein neumodisches Narkosegerät oder MRT hat, wie baue ich das denn sicher in meine Infrastruktur rein und was kann ich auch vom Hersteller verlangen? Das heißt, wir haben da so ein bisschen Lemon-Market-Problem, irgendwie die BWLer werden es wissen. Also in dem Moment, wo ich als Kunde halt nicht weiß, dass das irgendwie geht, dass man Sachen sicher macht und dass meine nicht sicher sind und dass es in dem Moment, wo ich das nicht verlange oder verlangen kann, weil mir die Expertise fehlt, das zu bewerten, dann macht es natürlich auch der Anbieter nicht, weil das kostet alles Geld. Gerade Security ist halt eine Sache, die kostet eigentlich fast immer nur. Ne? Da muss man wahnsinnig viel reinstecken, Know-how irgendwie erstellen und so weiter und so fort. Und deswegen wehren sich natürlich die Hersteller, weil das eine Investition ist, sage ich mal. Es gibt ein paar Hersteller, die das jetzt extra sich auf die Fahne schreiben und sagen, das ist ein Feature. Unser Feature ist, wir machen hier Penetration Testing, wir lassen die Geräte prüfen, wir haben hohe Sicherheitsstandards, nicht nur für Safety, sondern eben auch für Security. Und die Krankenhäuser, meiner Meinung nach können die Krankenhäuser eben hingehen und sagen, wir kaufen, wenn wir eine Ausschreibung machen und wir haben drei Geräte in der Auswahl oder so, dann verlangen wir von allen einen Pentest oder wir verlangen von allen eine Prüfung oder mal ein bisschen Dokumentation, wie machen die denn Sicherheit? Und da wird sich relativ schnell zeigen, wer sozusagen die Fakten auf den Tisch legen kann und wer nicht. Und anhand dieses Kriteriums ist es für ein Krankenhaus ganz gut möglich zu entscheiden, welches Gerät nehme ich denn letzten Endes. Boah, ich glaube, du warst als nächstes. Natürlich gibt es die, also ganz kurz, jedes Medizinprodukt braucht eine Risikoanalyse, warum fällt das da durch? Weil danach einfach niemand testet. Also das heißt, Safety ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Deutschen allein das Problem, wir haben keinen Begriff für Safety und Security, wir reden immer über Sicherheit. Ne? Ganz großes Problem, Verständnisproblem auch. Dass Security direkt Safety-Impact haben kann, das hat von den Herstellern niemand auf dem Ticker. Ja? Und von der Legislative auch nicht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die USA schauen, in der USA gibt es ein Dokument, 510K heißt das, glaube ich, so ein Formular, das man irgendwie ausfüllen muss, um ein neues Medizinprodukt auf den Markt zu schmeißen. Und da steht im Endeffekt explizit drin, the doctor does not want to harm the patient does not want to harm the doctor und irgendwie noch was. Das heißt, man schließt im Endeffekt für diese Zertifizierung direkt aus, also wir nehmen an, dieses Gerät benutzt keiner, um irgendwie böswillig irgendwas zu tun. Und das ist der Ausgangspunkt, von dem man geht. Und dann braucht man natürlich auch nicht mehr über Sicherheit reden oder Security, weil dann ist das natürlich einfach nicht mehr relevant, wenn man das von vornherein ausschließt. So, du warst auch noch, genau. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Nee, sondern die haben halt einfach... Also die Software, die da drauf läuft, die bekommt sozusagen multiplexed die Daten geschickt von diesem Linux-Server. Und da reißt das Ding halt einfach mal 500 Ports auf, wo dann der Diem lauscht und sich dann da irgendwie das Zeug reinschaufelt. Ne? Und deswegen nehmen die da halt irgendwelche Ports, also das, was ihr da gesehen habt, die Liste, die rechts daneben steht, ist nicht die eigentliche Funktionalität. Also das hatte sich nichts eingefangen, nee. Ja. Ich glaube, du warst noch, genau. Möchte. Ja. Meiner Erfahrung nach sind sie sehr verschlossen. Ja, klar, genau, auf jeden Fall. Also die Frage ist, wie gehen Medizingerätehersteller damit um, wenn man sagt, man würde gerne irgendwie was publizieren? Das ist extrem unterschiedlich. Auffällig ist, dass gerade in Deutschland bei den kleinen und den Mittelständlern das immer gegen die Wand fährt, weil die fangen erstmal an in dem Prozess mit ja, klar, kein Problem und ah, toll, dass sie sich melden und super. Und zwei Wochen später hat man ein Anwaltsschreiben irgendwie drin, wo irgendwie steht, wenn ihr einen Ton sagt, dann Keule. Ne? Bei den Großen ist es anders, die sind da relativ dankbar. Die versuchen sich dann so ein bisschen rauszuwieseln und das Übliche, ich sag mal, das ist wie wenn man jetzt in einer Cisco oder sonst irgendwo was disclosen würde, da kommt man an die richtigen Leute, dann funktioniert es gut, kommt man an die falschen Leute, dann muss man halt so ein bisschen ein paar Runden drehen. Stark herstellerabhängig. Man kann nicht sagen, im Default so und so ist es. Fakt ist, man hat halt immer
In dem Bereich ist halt das Problem, da fährt nicht nur einfach ein Cisco runter, den man irgendwie dossen kann und dann gibt es halt da so 5 Millionen Schaden bei der Firma, die das irgendwie einsetzt, weil sie ihren Webshop nicht mehr betreiben kann, sondern das steht halt direkt in der Zeitung und da steht dann, Menschen werden sterben, wenn sie dieses Produkt einsetzen und das will halt niemand. Da hast du vollkommen recht, die reagieren häufiger mal allergisch, aber es ist stark abhängig, in welcher Größenordnung du bist. Der kleine Mittelständler hat keine Ahnung von Security, er weiß auch nicht, was es mit diesen Researchern und mit IT-Sicherheit auf sich hat. Der reagiert da, um Gottes Willen, was ist hier los? Die Großen kriegen es manchmal auf die Reihe, dass du sozusagen das irgendwie publizieren kannst oder wenigstens in einer abgeschwächten Form drüber reden kannst. Ja. Großes Problem ist, Responsible Disclosure heißt ja eigentlich, hey, wir reden erst drüber, wenn ihr es gefixt habt. Das ist bei Medizinprodukten unglaublicher Hassel, weil es ewig dauert, bis das Ding rezertifiziert ist, bis die Patche bei den Kunden ankommen, ist manchmal, genau, oder auch nicht ankommen. Das ist immer so ein bisschen ein großes Problem. Ne? Ich rede hier auch nicht über alles, was wir jemals gefunden haben, weil es teilweise einfach auch nicht geht. Ne? Weil wir jetzt halt Sachen finden, wo wir wissen, die werden nie gefixt werden. Das ist einfach ein Riesenproblem. Ne? Wenn die wie Windows einfach Patche nächsten Dienstag ausrollen könnten, wäre das einfacher. Aber es ist eine extrem komplexe Sache. Aber manchmal geht es ganz gut, sehr kollegial auch. Der Krampf. Ich glaube, du hattest auch noch direkt eine Frage. Nein, du hattest eine. Nee, ja, also man kann jetzt generell, also die Frage war, wie ist es so mit ISO-Zertifizierung und so. Puh, ob ich das vor der Kamera jetzt irgendwie ausbreiten soll, was ich von ISO-Zertifizierungen halte. Das ist eher nichts, was... Nee, also selbst wenn du in der ISO-Zertifizierung da wirklich tatsächlich auch mal Fokus auf die Security legst und gute Leute hast, die das prüfen würden und sich angucken würden, halte ich davon erstmal nichts. Also the way to go ist tatsächlich, das über den Seitenkanal zu machen und zu sagen, wir brauchen keine Zertifizierung für so ein Kram oder sowas, sondern ich glaube, der beste Weg ist, wenn die Krankenhäuser sagen, wir möchten, wenn ihr Geräte hier verkauft, müssen die sicher sein. Wir haben hier 3 zur Auswahl. Jetzt delivert mal. Was habt ihr denn security-mäßig im Angebot? Und dann sieht man relativ schnell, glaube ich, wenn man dann mal die ein oder andere Entscheidung trifft, in eine Richtung von einem Produkt mal explizit zu nehmen, weil es eben sicherer ist und weil die eben viel dafür tun, vielleicht auch den richtigen Prozess haben, um was zu reporten von extern, dann glaube ich, dass der Druck auf die anderen so groß wird, dass die halt nachziehen müssen. Und damit kann man das Ganze vielleicht so ein bisschen auf ein gutes Level heben. Ich rede ja hier auch jetzt nicht über Sachen, die super abgefahren sind, wie ASLR neu implementieren oder sowas für die Geräte, sondern ich rede darüber, ein Passwort richtig zu setzen oder irgendwie so die Grundsachen irgendwie mal endlich richtig zu machen. Darum geht es ja auch erstmal. Es geht gar nicht darum, dass man den Leuten irgendwas Komplexes jetzt an den Kopf wirft, was sie implementieren müssen, sondern die Basics erstmal gerade zu ziehen. Und ich glaube, da ist der Druck von den Kunden das Ausschlaggebende. Also gefühlt zumindest sehe ich jetzt einen gewissen Trend hin zu so Remote-Support. Ja. Genau. Ja. Genau. Also die Frage war Remote Management von diesen Geräten. Riesenthema. Es gibt einen Narkosegerätehersteller, der verkauft gar kein Gerät mehr, das man nicht ans Internet anschließen muss, also ans VPN anschließen muss, damit der Hersteller sich von außen draufschalten kann auf alle Geräte und gucken kann, in welchem Status sind die, damit wenn sie einen Servicetechniker vorbeischicken müssen, der schon mal ungefähr weiß, ja, da ist das Mainboard irgendwie kaputt oder da ist am UI irgendwas verrutscht oder falsche Software, wie auch immer. Das heißt, zwangsläufig werden wir dahin kommen, dass alle diese Geräte viel mehr exponiert werden in diverse Netzwerke. Das heißt, es ist eine zusätzliche Gefahr, weil bisher war die Maßgabe, liebe Krankenhäuser, macht hier ein abgeschottetes Netzwerk, kümmert euch darum, dass ihr das auf die Reihe kriegt, isoliert das halt weg und dann passiert auch nichts, dann brauchen wir halt auch nicht patchen. Aber in dem Moment, wo wir diese Netze jetzt aufweichen, weil wir ins Internet gehen, weil wir Geräte exponieren vielleicht sogar, weil wir über Netzwerkgrenzen hinaus Daten transportieren müssen, in dem Moment haben wir natürlich noch ganz andere Probleme. Ja. Ich habe dich auch gesehen. Also in der Shadow ist, glaube ich, irgendwie MD5 oder so. Das ist ja aber keine Verschlüsselung, also von daher. Also wüsste ich jetzt nicht. Also das ist auch eine Sache, die wir uns jetzt natürlich nicht explizit angeguckt haben. Ich glaube, dass da brauchen wir auch erstmal nicht drüber reden. Ja.
Von wie viel Prozent der Geräte, die ihr euch jetzt angeschaut habt, hatte keinen Sicherheitsbug, der innerhalb von wenigen Minuten rausfindbar war? Ich weiß nicht, wie viele Prozent, aber ich habe jetzt Geräte als solche habe ich gesehen, ungefähr so 20, 25, würde ich sagen. Ja. Oh, sorry. Ich dachte schneller, okay. Wie viele Geräte prozentual so irgendwie in Ordnung waren, fasse ich jetzt mal so zusammen, die ich gesehen habe. Ich habe ungefähr so 20, 25 Geräte gesehen, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich habe zwei davon irgendwie sahen so gut aus, dass ich nach einem Tag keinen Bock mehr drauf hatte, mir das anzugucken und dann einfach zum nächsten gegangen bin. Okay. Ich glaube, ich überziehe gnadenlos, aber ja. Wahrscheinlich hat er einen Prozess, der das verhindert, der auch zertifiziert ist. Aber keine Ahnung, ja, kann sein. Also ich gehe davon aus, wenn du sozusagen mit Remote Management auf das Gerät kommst, dass du dann im Endeffekt auch das Gerät unter Kontrolle haben wirst. Ich glaube nicht, dass Remote Management gemeint ist mit Remote Viewing, sondern eher mit Management. Und das heißt halt, ich kann da Dinge verändern. Aber ich habe leider diese Geräte noch nicht in der Hand gehabt, nicht gesehen. Weiß es bloß sozusagen, dass es die Geräte, dass es einen Hersteller gibt, der da keinen Opt-in hat, sondern das ist halt einfach so. Also die Frage ist, Krankenhäuser brauchen irgendwie mehr Awareness und es gibt sozusagen ja Krankenhausgruppen und das ist da tatsächlich ein Riesenhebel. Also wenn man sozusagen mal eine große Gruppe dieser Krankenhäuser im Boot hat, dann kann man damit einen großen Hebel ansetzen, weil nämlich eben ein Kunde, der eben für 25 Kliniken Narkosegeräte kauft, einfach mehr Hebel hat als der niedergelassene Anästhesist oder so, der ein Gerät kauft. Ne? Und natürlich, das ist genau auch so ein bisschen das, was ich versuche, eben an die Krankenhäuser ranzukommen, um dann eben diese Hebel zu haben, damit sich dieses Problem eben durch Kundenbeziehungen lösen lässt, sage ich jetzt mal. Okay. Sonst noch Fragen? Alles klar. Wenn nicht, wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr mir. Okay, letzte Frage. Wie ist das, wenn du krank bist? Also ich war, die Frage ist, was ist, wenn ich mal krank bin oder irgendwie in einem Krankenhaus bin? Also es fällt mir extrem schwer, nicht den Laptop auszupacken, sagen wir es mal so. Ich lasse es dann aber doch. Der Punkt ist halt, in dem Moment, wo du in einem Krankenhaus bist oder wo du krank bist, da hast du ein anderes Problem. Da hast du andere Probleme als jetzt irgendwie, haben die da, warum steht da die IP auf dem Gerät und nebendran irgendwie Admin, Admin? Was hat das wohl zu... Was hat das wohl zu bedeuten? Ja, das machst du in der Regel nicht. Und das ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich da, also mir ist das schon bewusst, ich gucke da natürlich auch hin, ja, und schaue mir das alles an und sehe das. Und vielleicht sage ich auch mal das ein oder andere, aber du nimmst es natürlich in Kauf. Du hast ja keine andere Möglichkeit. Also wenn von mir irgendwie ein MRT gemacht werden muss, weil ich irgendwo Schmerzen habe oder so, fuck it, dann mach's halt. Was habe ich für eine Möglichkeit? Ich kann nicht sagen, nein. Ich möchte dieses MRT nicht, ist halt scheiße. Ne? Aber ich versuche natürlich immer auch die Awareness dann sozusagen zu erzeugen. Ich kann nicht durch ein Krankenhaus gehen, ohne irgendwie zu gucken, da oben hängt ein Cisco, hier ist ein Netzwerkplug, da steht irgendwie eine IP-Adresse an der Wand. Das ist schon so, ja. Okay. Ich habe gnadenlos überzogen. Wer ist der nächste Speaker? Sorry, tut mir leid.